Moinsen, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns im Tacunis-System und müssen mal schauen, was wir hier auf dem Planeten Tacticum. Wie heißt denn der? Irgendjemand ist Pfeil. Tamokos Pfeil war es, alles klar. Fliegen wir direkt mal hin. Wir folgen der Shuttle-Spur von dem Shuttle, das Ruth Becker geklaut hat und das zum Glück nicht vollständig repariert wurde und deswegen eine deutliche Spur hinterlässt. Und die Frau hat eine solche, die ist super ansteckend in späteren Stadien und hat Paranoia und sowas zur Nebenwirkung. So, was haben wir hier? Die Bahn dieses Kometen ist trotz der Geister und anderer Gefahren unverändert geblieben. Er wird vermutlich selbst intensiven Bemühungen, seine Kernelemente abzubauen, widerstehen. Ja, geil. Platinvorkommen haben wir gefunden. Schön, schön, schön. So, meine Frage ist jetzt aber, wie hat uns das Scan der Spur hier bei der Suche nach Ruth Becker weitergeholfen? Ah, okay. Nächstes System, da haben wir es schon gesehen. Hätte ich gar nicht so weit rausgehen müssen. So, nach Eladen wollten wir sowieso. Oh scheiße, die ist schon auf Eladen damit angekommen. Das ist eher ungünstig, würde ich behaupten. So, dann fliegen wir mal nach Anasa weiter, bevor wir dann nach Zaubrey gehen. Vielleicht heißt es auch Zauberei, das System. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich da jemand einen Scherz erlaubt. Radio emissions from the black hole are incredible out here. Schwarz, the song of the dark side of creation. Ja, das sieht mir sehr ringförmig aus. Eine Anomalie haben wir auch direkt. Da glänzt sie. Probes launched. Anomaly found. Ein Raumschiffwrack. So, wir gucken uns erstmal H205 an. Ein Planet, dem niemand einen Namen geben wollte. Schnüff. So, der hat auch so einen Ring, ne? Also hier scheint eine Menge lose Materie im System zu sein. Unser System, also Sol, ist halt auch so ein bisschen einzigartig, ne? Dass da relativ wenig stellare Materie irgendwie rumgurkt. Das ist relativ staubfrei und sauber, unser System. So, was haben wir hier? H205 ist eine kleine Kugel aus Fels und Eis, komplett unkartografiert und wird auf den meisten Karten des Sirius-Clusters nicht angezeigt. Oha, er könnte sich eines Tages als ausgezeichnetes Versteck erweisen. Ja, gut zu wissen. Aber für wen? Mornax Vinca. Dreht sich der Planet. Oh mein Gott. Ein turianischer Exilant hat versucht, auf einem der winzigen Monde dieses Gasriesen einen Handelsposten einzurichten. Das Projekt endete in einer Katastrophe. Mornax Vinca ist turianisch und bedeutet großer Fehler. Da sehen wir im Hintergrund dieses wunderbare schwarze Loch. Die Geißel sieht man gar nicht von hier aus irgendwie, ne? Merkwürdig. Ja, fliegen wir hier einfach so in so einen kleinen Kreis lang. Acermos. Das Kollektiv benutzt Acermos anscheinend als Horchposten. Mehrere unbemannte Empfangsstationen sind über den Planeten verteilt und überwachen entweder das Schwarze Loch oder den lokalen Schiffsverkehr. Oder beides. So, da haben wir H444. Ich frage mich, ob die irgendwo auch H404 haben.
Aber die in dem Bereich hier irgendwie sehen die Planeten alle gleich aus, kann es sein? Einige wenige untypische Gruben auf der Planetenoberfläche lassen vermuten, dass eine Gruppe von Exilanten hier leicht zugängliche Mineralienvorkommen abgebaut hat. Na, wenn das das Spannendste hier ist. So, da haben wir ein Raumschiff-Wrack. Fliegen wir mal hin. Schauen mal, was für ein Wrack das ist. Ja, hier ist echt eine Menge Materie, ne? Große und kleine Asteroiden. Ja, vielleicht konnte da jemand nicht vernünftig, obwohl das schon ordentlich zerstört, ne? Es scheint sich hier um die Überreste eines Aufklärungs- oder Landungsschiffs der Kett zu handeln. Es sind noch so viele funktionierende Teile vorhanden, dass es wahrscheinlich nicht von Exilanten der Nexus zerstört wurde. Vielleicht sind die Röcker dafür verantwortlich? Wer weiß. Okay, haben wir ein bisschen Zeug mitgenommen. Nichts Spannendes, aber ein bisschen Zeug. So, ein quarianischer Energieprozessor war auch dabei. Ja, die Quarianer haben es ja nicht ins Spiel geschafft, ne? Nach allem, was ich weiß. Die werden in einem Buch, das jetzt irgendwann demnächst rauskommen soll, behandelt. Dabei hätte mich die Quarianische Arche wirklich, wirklich interessiert. Aber das Spiel hat sich halt auch nicht gut verkauft, ne? Wurde halt überhastet rausgeworfen auch. Weil man sich halt, weil man das Konzept halt nochmal ganz spät verändert hat. Oha. Trotz der angenehmen Temperatur und einiger Meere mit flüssigem Wasser ist Sedele infolge des Massenausbruchs seiner Sonne stark verstrahlt und daher zur Kolonisierung ungeeignet. Ja, dabei sieht es hier ganz gut aus, ne? Also hier, weiß ich nicht, die Wolken, sehen die gesund aus? Keine Ahnung. So, hier haben wir so ein Flussdelta. Was haben wir denn da? Ein Fluss. In diesem enormen Fluss tummeln sich Kolonien von quallenähnlichen Kreaturen, obwohl es sonst auf dem gesamten Planeten kein Leben gibt. Der Fluss ist möglicherweise das letzte Überbleibsel eines sterbenden Ökosystems. Oh. 270 EP gibt das, weil wir Quallen angeschaut haben. Also Leute, geht ins nächste, weiß nicht, wie das bei euch heißt, Aquarium. Irgendwo, wo es halt ein Zoo für Wassertiere und guckt euch Quallen an, das gibt XP. So, auf nach Zauberei. Careful. Word is there's pirates all over this region. You'd think they'd run out of people to steal from. Ja, müsste man annehmen, ne? Ich meine, so viel Schiffsverkehr wird es hier bestimmt nicht geben. I'm picking up something. Ja. Deploying probe. Haben wir doch direkt gesehen. Eine I found something. Strahlungsspur. Da haben wir es. Da fangen wir am besten gleich an, ne? Und dann arbeiten wir uns hier so ein bisschen im Zickzack durch. So, auf geht's. Wahrscheinlich führt die Spur direkt nach Eladen und sie hat schon alle Krogane angesteckt. Und die sind dann super sauer auf uns und werden nie wieder zu Nexus zurückkehren. Das wäre ein Scheiß. Radiation is a match. She went this way all right. Die Hüllenintegrität nimmt ab. Das ist natürlich nicht so cool. So, haben wir nochmal gescannt. Anomaly on sensors. Noch eine. Hier direkt. Okay. Probe away. Ist sie in die Sonne Tracking a geflogen? huge mineral deposit. Nee, das ist ein Asteroid. Ah, okay. Dann. Du Braki. Ich hätte jetzt mal gucken können, wo die Spur hinführt, ne? Ob die auf Eladen zielt oder mehr auf die Sonne oder auf Du Braki. Eladen scheint drei Monde zu haben, die relativ dicht beieinander hängen. Wenn ich das gerade so aus dem Augenwinkel quasi richtig gesehen habe. I'm picking up something. Dubrakis Oberfläche aus Nickel und Kobalt widersteht der extremen Hitze des Planeten und sorgt für Stabilität. Es wurden Spuren von Element Zero gemessen, sie lassen sich aber nur schwer genau orten. Probes lost. Außer natürlich mit einer Sonde. Getting a scan. Eine Schlucht,
Diese enge Schlucht ist erstaunlich tief. Unten fließt ein mineralienreicher Magmafluss. An den Wänden zieht sich Alientechnologie, möglicherweise alte Anlagen der Angara, entlang. Das muss die Quelle des Element Zeros des Planeten sein. Okay, ein Magmafluss. Der leuchtet gar nicht so, ne? Na gut, das Licht wird vielleicht verschluckt oder die Oberfläche der Magma ist relativ kühl. Man weiß nicht. So, Grogorna. Das hört sich doch schon mal ein bisschen kroganisch an. Hier gibt es überall Anomalien. Durch die Strahlung der Sonne von Zauberei, ich nenne es jetzt einfach so, ist der Großteil von Grogorna ständig geschmolzen. Die Ozeane aus Magma vereiteln praktisch alle Erkundungsversuche. Mineralien, oder? Ja, Kupfer, ein großes Metallvorkommen. Kupfer ist ein Halbedelmetall, dessen hohe Leitfähigkeit es für viele Zwecke verwendbar macht. Super, haben ein bisschen Kupfer eingesammelt hier. Hier gibt es diesen wunderbaren Asteroiden, der aus all diesen anderen Asteroiden hier hervorsticht. Gehen wir doch mal nachschauen. Ja, also Darstellung von Asteroidengürteln, ne? Dazu kann ich auch was sagen. Normalerweise sind, also wenn ihr euch einen Asteroidengürtel vorstellt, dann sehen die halt nicht so aus, dass da tatsächlich das nächste Objekt so wirklich dicht in Sichtweite wäre, ne? Sondern da sind trotzdem noch ein paar Kilometer dazwischen Platz immer, ne? So dass man den nächsten Asteroiden halt kaum sieht. Aber so auf einer kosmischen Skala kann man schon so einen Ring dann halt erkennen, so ein Gürtel im Prinzip. Ein Graphitvorkommen. Analyse. Dieser extrem dichte Asteroid besteht aus einem Metallkern aus einer unbekannten Legierung, der von einer kohlenstoffhaltigen Hülle umgeben ist. Höchstwahrscheinlich war er vor Jahrhunderten ein Bestandteil einer künstlichen Konstruktion, Relikttechnologie oder etwas völlig Neues. Oha. Na, nehmen wir doch ein bisschen Graphit mit. Recycling, ne, wurde ja in der Geschichte der Menschheit auch betrieben. Deswegen sind eine Menge alte Bauwerke, Gräber und so weiter, die Pyramiden, nicht mehr so schön wie damals, weil man sich einfach dachte, hey, da hat jemand schon Steine für mich abgebaut und an einen günstigen Ort geschleppt. Die nehme ich mir doch. Das Gebäude benutzt ja eh niemand mehr. Oh, das sieht interessant aus. Da kann man Regenspaziergang machen vielleicht. Vielleicht regnet es auch gar nicht. Die Tage auf H315 sind lang genug und die Atmosphäre ist dünn genug, dass die Temperatur nachts deutlich sinken kann. Beide Extremwerte sind als gefährlich zu betrachten. Was steht denn da? Temperatur 815 Grad Celsius. Naja. Das hört sich nicht so wirklich kühl an. So, Eladen, eine neue Welt. Und für Drug werden wir da auch ein bisschen was erledigen. So, ich würde sagen, wir landen heute aber trotzdem noch. Na, guck, da sind die drei Monde. Blub, blub, blub. Schön aufgereiht. Es gibt bestimmt ein herrliches Panorama mit diesen drei Monden vom Planeten aus. Oh, das hier ist der Planet. Ich dachte, das da hinten wäre der Planet. Ha, so kann man sich irren. Eladen. Eladen besteht aus einer sengenden Landschaft ohne jede Feuchtigkeit und ist bedeckt von einer Vielzahl von Kratern. Ein bisschen wie Eos, ne? Oder auch, wie heißt die Welt, wo die Komischen sich niedergelassen haben? Obwohl, da gab es schwefelhaltiges Wasser. Dennoch ist die Welt bis zu einem gewissen Maß lebensfähig. Die junge kroganische Kolonie Neu-Tuchanka befindet sich hier, neben verlassenen Bergwerken sowie einzelnen verstreuten Außenposten und Lagern. So, was sollen wir denn hier erledigen? Aufgabe, Razzia bei den Exilanten. Achso, das sollen wir hier machen, die medizinischen Vorräte. Klauen, wiederfinden. Die Turianische Arche, verschollen aber nicht vergessen. Aha, aha. Und Nakmodrak, eine Zukunft für unser Volk und Eladen, eine neue Welt. Ja klar. Gut, dann würde ich sagen, landen wir. Möchten Sie von Bord der Tempest gehen? Ja, warum nicht?
So, wen nehmen wir denn heute nur mit? Ich würde sagen, wir nehmen Drug mit und außerdem als Truppmitglied Nummer 2, Cora. Cora ist gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht Vetra, weil Exilanten halt mitspielen. Und weil es halt auch um die Turianische Arche hier gehen wird. Naja, ich denke, Vetra ist schon okay. So, da haben wir Vetra und Drug. Richtig cool, zwei richtig harte Leute, die wir hier dabei haben. Ich denke, da können wir einiges. Ach, guck mal, unser Gewicht ist jetzt auch so weit runter, weil ich einfach so ein paar Fähigkeiten noch gesteigert habe. Aus dem Bereich, ich weiß gar nicht, Kampf, Biotik, Technik, irgendwas. Ja, hier haben wir leider nichts. Ja, dann würde ich sagen, da sind wir durchaus bereit. Sam, send Callow the nav point provided by our Krogan contact. Drac, we're landing on Eladin to rendezvous with Jorgal Strux. On my way. Okay, die Zwischensequenz ist super. Die hat mir richtig gut gefallen. Where is this meeting place exactly? Called the Paradise. Middle of nowhere, as far as I can tell. Paradise is different for a Krogan. Also, jetzt fallen wir hier durch die Atmosphäre. Ein bisschen mit unserem Bauch gebremst quasi. Remnant Starship? No. Oh, vielleicht doch. Only 41% exposed. I will gather what information I can, Pathfinder. Ja, geiler Scheiß. Hier wird es ja noch mal richtig interessant. Mensch, Mensch. Das sieht genauso aus wie auf Eos, ne? Eigentlich hätten wir den Planeten gar nicht wechseln brauchen. Ah, seht ihr mit den Monden? Super cooles Panorama. Habe ich doch gesagt. Who lives here besides the Krogan? Scavengers with nothing to lose. Criminals chucked out of Kadara. Gonna be interesting. Gefahrenstufe 1, Hitzegefahr. Na, gehen wir gleich mal in Schatten, würde ich sagen. Aber heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.